Hey Leute, ich bin's Kascha. Oft werde ich gefragt, wie ich mich im Alltag so schminke. Und falls ihr sehen wollt, wie ich mich im Alltag schminke, dann schaut doch einfach rein. Ich schminke mich erstmal ab. Beautiful. Nachdem ich mich jetzt vollständig abgeschminkt habe, sprühe ich mir das MAC Prep & Prime Fix Plus auf. Das ist nicht, wie viele denken, um das Make-up zu fixieren. Nein, es ist eher etwas, was der Haut Feuchtigkeit spendet und es sorgt dafür, dass wenn du zum Beispiel nach dem Make-up, also nachdem du fertig damit bist, dass zum Beispiel das Puder, was sich auf den Härchen absetzt, verschwindet und dadurch dein Gesicht nicht wie eine Tapete aussieht. Das ist für mich ein Produkt, was ich schon super lange benutze und auch nicht mehr missen möchte. Ich benutze das zum Beispiel jetzt im Sommer vor allem als Ersatz für Creme, weil ich das einfach super eklig finde, wenn die Creme, wenn es so heiß ist, vor allem draußen, einfach irgendwie im Gesicht rumschmiert und man sich dann noch Make-up und Concealer und so drauf klatscht und man einfach nur so ein riesiges Geschmiere im Gesicht hat. So, und dann noch ein weiteres Essential, was immer mit dabei ist, und zwar Kokosöl. Das benutze ich super gerne. Abends schmier ich mir das irgendwie auf raue Stellen. Und bevor ich mein Make-up mache, schmier ich es immer auf die Lippen. Ich habe auch immer wieder mal Pickelchen und rote Stellen und hier und da eine Ader. Ne? Ich bin auf jeden Fall kein Freund von sehr deckenden Foundations. Deswegen benutze ich ziemlich leichte Sachen. Zum Beispiel hier die MAC Face & Body Foundation. Die ist super, super leicht, super angenehm zu tragen. Und auch toll für trockene Haut. Aber man kann sie auch schichten. Also falls ihr dann doch lieber eine etwas größere Deckkraft wünscht, dann kann man die auch bis zu viermal schichten. Und die ist auf Wasserbasis. Das heißt, die muss man schütteln davor. Und die darf man nicht mit dem Beauty Blender auftragen. Man sollte lieber einen Pinsel nehmen. Zum Beispiel den hier. Der ist von MAC Nummer 100. So, dann reicht das einfach auf. Wie man sieht, die ist halt wirklich super, super leicht und die deckt sehr wenig ab, aber ich persönlich möchte das gar nicht, dass alles super einheitlich ist. Ich finde es nicht schlimm, wenn man irgendwie mal einen Pickel sieht oder sowas, weil ich meine, wir sind ja Menschen. Zurzeit trage ich eigentlich keinen Concealer, aber ich habe irgendwie ein bisschen Augenringe. Und dann nehme ich, das ist das, auch aus der Fit Me-Reihe, Concealer von DM. Und dann nehme ich den Pinsel, auch von Zoeva, die Nummer 110, und buffe das einfach ein bisschen rein. Jetzt würde ich meine Augenbrauen machen. Da benutze ich seit neuestem von Trend It Up aus der Drogerie diesen Augenbrauenstift. Finde den so semi-gut, weil der super wachsig ist. Und er die Klebchen zusammenhärt. Alles klar. Ja, da würde ich auch einfach nie zu viel machen. Ich finde das so furchtbar, wenn man sich total die Balken dahin knallt. Also einfach die natürliche Form. So, ich fülle das einfach auf sozusagen. So, hier auch. Ich habe eine Narbe hier in der Augenbraue. Ich bin als Kind mal hingeflogen. Also einige fragen mich, ob ich mir das rein rasiert habe. Nein. So, dann nehme ich das alles durch, dass das ein bisschen natürlicher aussieht. Dann werden wir hier schon mal fertig. Jetzt kommen wir zu den Augen. So, da muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht richtig so eine Routine. Ich habe Farben, die ich einfach super gerne benutze und mache dann nach Lust und Laune etwas. Ich habe ja blaue Augen und benutze dafür am liebsten Orange- und Brauntöne. Meine allerliebste Palette ist die Moderne Renaissance. Ich finde, das ist eine der besten Paletten auf dem Markt. Ich finde, die hat super, super, super schöne Farben und einfach eine tolle Qualität. Ich liebe diese Palette. Ich nehme diesen Ton, Golden Ocker oder Ocre, und
trage das auf meinem gesamten beweglichen Lid auf. Die Farbe sieht man kaum, sie ist leicht gelblich, aber es ist sozusagen wie meine Base. Ach ja, dafür habe ich übrigens so einen Zoeva-Pinsel genommen, die Nummer 234 Luxe Smoky Shader. Dann nehme ich so einen Pinsel, der ist von MAC, die Nummer 224, also einen dickeren, und nehme diese Farbe hier, die heißt Burnt Orange, das ist meine absolute Lieblingsfarbe, und gehe damit in meine Lidfalte. So, wenn ich mich für einen Tag schminke, arbeite ich überhaupt nicht präzise, da mache ich einfach, da ich mich ja morgens beeilen muss und nein, meistens noch irgendwie rumschreit, muss es schnell gehen. Und der Pinsel ist super, der passt sich super der Lidfalte an, das geht ruckzuck, ruckzuck. Ihr kennt das ja alle schon, blenden, 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 weil Übergänge wollen wir nicht haben. So, dann nehme ich nochmal diesen Pinsel hier und nehme dieses wunderschöne Gold, Primavera heißt das hier in der Palette. Und tupfe das hier zentral in die Mitte vom beweglichen Augenlid auf. Aber wirklich mittig, also gar nicht auf dem ganzen Auge. Dann nehme ich nochmal diesen dicken Pinsel, tupfe den wieder ins Burnt Orange und zeichne wieder diese Linie hier nach. Dann, um das Auge ein bisschen zu definieren, nehme ich die einen dunkelbraun, also einfach so ein Schokoladenbraun. Ach ja, ich vergesse ständig diese Steps. Ich nehme dafür den MAC 217. Ich glaube, der ist relativ bekannt. Auf jeden Fall gehe ich damit ganz leicht nur hier in das äußere W. Also wirklich super, super leicht. Hier auch. Und dann nehme ich wieder diesen dicken Pinsel, auf dem noch Restlidschatten ist vom Burnt Orange, und verblende das alles. Als letzten Step oben nehme ich ein Orange, das heißt hier Real Gar, das hier, und gehe nochmal in die Crease, weil ich einfach gerne Orange trage. Und für blaue Augen ist Orange sowieso eine tolle Farbe, aber kann man wirklich zu allen Augenfarben kombinieren. Dann gehe ich nochmal mit dem Pinsel, mit dem ich mein Concealer aufgetragen habe, und mache die wenigen Überreste, die runtergeflogen sind, weg. Was ich jetzt mache, ich nehme so einen Pinsel, Smudge heißt der von Zoeva, die 226, und gehe mit diesem Pinsel nochmal hier jeweils in die Farbe und in die Farbe rein und trage das hier unten auf, einfach damit das alles als Gesamtbild ein bisschen besser harmoniert, nicht dass wir nur oben was haben, sondern auch unten. Ich nehme diesen Pinsel, das ist der Luxe Precise Shader von Zoeva in 238, und gehe damit in einen Schimmerton, und zwar den hier, der heißt hier Wärmer. Nicht Werner, Wärmer. Auf jeden Fall gehe ich damit hier in den inneren Augenwinkel und öffne damit mein Auge. Nein, ich öffne nicht mein Auge damit. Das öffnet mein Auge optisch. So, jetzt mache ich meine Wimpern. Für meine Wimpern benutze ich gerade die Maybelline Push-Up Angel Mascara. Ich finde die ganz gut. Die gibt zwar nicht so viel Volumen, aber die macht auf jeden Fall Länge rein. Ich curle meine Wimpern jetzt nicht davor. Kann man natürlich machen. Und da ich einen natürlichen Look haben möchte, gehe ich jetzt auch nicht allzu oft rüber. So,
Die Augen sind noch nicht fertig, aber den letzten Step, den mache ich erst am Ende. So, jetzt könnten wir das Gesicht vollenden. Ich nehme dazu jetzt erstmal den Hoola Bronzer, den kennt ihr wahrscheinlich alle von Benefit. Allerdings ist der mir, obwohl ich jetzt super hell aussehe durchs Licht, im Sommer tatsächlich sogar zu hell. Also man sieht den nicht mal wirklich. Ich nehme hier einen Pinsel von Evelyn. Ich finde den tatsächlich ziemlich gut. Ich muss auch sagen, ich mag für mein Gesicht auf jeden Fall lieber Kunsthaarpinsel als echter Pinsel, weil die bei mir immer ein fleckiges Endergebnis herbeifügen. Was hierbei sehr wichtig ist, dass man auf jeden Fall die Konturen vom Gesicht macht und nicht das ganze Gesicht. Also ich habe zum Beispiel eine relativ hohe Stirn, deswegen kann ich es mir erlauben, da ganz, ganz viel von drauf zu tun. Dann natürlich unter den Wangenknochen und hier an eurem Kiefer entlang, dass der schön definiert ist. Mache ich das auch an der Nase. Man kann das alles viel präziser machen mit kleinen Pinseln und sonst was, aber wir sind ja im Stress, es ist morgens, wir müssen zur Arbeit, wir müssen zur Schule, zur Uni, zum Meeting und wir haben keine Zeit, uns jetzt hier irgendwie die Nase eine Stunde lang zu konturieren. Dann nehmen wir auf jeden Fall ein Rouge, was ich super finde, das heißt Harmony, ist von MAC. Und zwar ist es wie Rouge und Bronzer in einem irgendwie. Und das trage ich, mir macht so ein Fischmaul, auch nochmal als Rouge. So, und dann nehme ich tatsächlich nochmal ein richtiges Rouge. Die Farbe heißt Peaches von MAC. Und ich könnte auch dafür jetzt 5, 6 verschiedene Pinsel nutzen, aber ich habe dafür morgens keine Zeit, wie die meisten normalen Menschen nicht. Deswegen, dieser eine Pinsel tut's auch. Zum Schluss wollen wir in unserem Gesicht ein paar Highlights setzen. Allerdings mache ich diesen Schritt auch nicht jeden Tag, denn man will damit natürlich dieses natürliche Ergebnis haben von Lichtreflexion und damit Bewegung im Gesicht. Aber das kann vor allem bei so Sommerwetter dann auch manchmal einfach ein bisschen too much sein. Aber wenn ich es mache, dann nehme ich die Carly Bible Palette von BH Cosmetics. Ich finde die super. Das sieht man auch, die ist bei mir nämlich schon fast alle. Und am liebsten nehme ich dafür den und den Ton. Die sind eher für dunklere Hauttypen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall den. Das ist so ein, ich zeige euch das mal, so ein Perlweiß. Die sind super pigmentiert. Das schmiere ich mir mit diesem Pinsel, den ich vorher für meine Augen benutzt habe. Auf jeden Fall unter die Augenbraue. Dann nehme ich meinen Finger und tue das auf meine Nasenspitze. Dann natürlich auf dem, wie heißt das, Amorbogen? Cupidsbow. Und natürlich auch hier oben. Da würde ich aber wirklich drauf achten, dass man nicht zu viel macht. Also ich sehe oft Mädels, die haben das echt überall. Ich würde das echt nur hier machen. Ganz leicht, auf dem höchsten Punkt. Und auch nicht zu weit ins Gesicht, sonst habt ihr die Reflexion unterm Auge und das wollen wir nicht. Und wenn ihr extra Glow haben möchtet, dann hier auf dem Kinn. Kann man auch auf der Stirn machen, das ist mir dann aber echt schon ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Das Gesicht ist fertig. Auf meine Lippen mache ich im Alltag vielleicht mal einen Lip Liner rauf, aber meistens einfach ein Gloss. Ich nehme jetzt einfach wieder Kokosnussöl. Ich liebe das Gefühl. Ich liebe den Geruch. Und ich bin momentan sowieso ein Riesenfan von glossy Lippen. So, der letzte Step ist Kajal auf dem Auge. Also ich habe jetzt hier einen Eyeliner von NYX. Der ist so ein Khaki-Ton.
Und was ich super gerne mache, um mein Auge optisch größer zu machen, ich ziehe hier unten am unteren Wimpernkranz eine Linie circa bis zur Mitte des Auges, ziehe sie hier hoch. Hier nochmal rein. Das gleiche mache ich hier. So. Dann noch einmal Fix Plus rüber. Trocknen lassen. Ja. Und wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, es wird jedem möglich sein, das nachzuschminken. Und falls ihr mehr sehen wollt, Anregungen und Tipps habt, dann bleibt dabei, abonniert unseren Kanal. Und ich freue mich aufs Feedback.